Du gehst mit deinem Hund raus und schon bist du abgemeldet. Kennst du das auch, wenn dein Hund sich an allem möglichen anderen draußen orientiert und ja, du überhaupt keine Rolle mehr spielst, sondern du einfach nur noch irgendwie so ein lästiger Ballast an der Leine bist und er überall gucken will, hier, und du hast überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn. Du kannst seinen Namen sagen, so oft wie du willst. Du kannst machen, was du willst. Du dringst gar nicht mehr zu ihm durch. Darum soll es in diesem Video mal gehen und was du natürlich tun kannst, damit sich dein Hund viel, viel mehr an dir orientiert und du einfach entspannt spazieren gehen kannst. Ich bin Matteo Lüderitz, Hundetrainer, und fangen wir doch mal mit so ein paar Mythen an, die da draußen so erzählt werden. Viele verwechseln nämlich zum Beispiel Orientierung des Hundes mit Blickkontakt. Sie glauben, dass der Hund nur dann an mir orientiert ist, wenn er zu mir Blickkontakt hält. Genauso denken viele, wenn der Hund quasi in diesem ganz normalen, ich sag jetzt mal Fuß, ne, wenn der Hund so neben seinem Herrchen herläuft, glauben viele auch, dass er dann eine sehr, sehr starke Orientierung zeigt. Ja, stimmt in dem Moment auch, aber im Endeffekt ist es nur eine auftrainierte Übung, hat nichts mit Alltag zu tun. Und ganz ehrlich, wenn du so die ganze Zeit mit deinem Hund spazieren gehen willst, naja, ich weiß ja nicht, das ist zum einen für deinen Hund extrem anstrengend, ja, er kriegt ja richtig Nackenprobleme, ja. Und ich fände es einfach auch blöd, wenn er ständig meinen Hund da so hochguckt zu mir, so, es ist doch nicht entspannt, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Und genau da wollen wir natürlich weg. Der nächste Mythos ist, dass viele sagen, auch ganz, ganz viele Hundetrainer zum Beispiel, die raten dir dann, dass du dich auf dem Spaziergang viel, viel interessanter machen sollst. Das heißt, dass du viel mehr Action reinbaust, dass du mal mit ihm rennst, ne? Dass du mit ihm Spiele spielst, dass du einfach den Hund im Fokus hast und dich in Anführungsstrichen, sag ich mal, zum Hampelmann machst, ja, für deinen Hund, damit du ihn ständig wieder ja, die Aufmerksamkeit bekommst, ja, und dann glaubst, dass er an dir orientiert ist. Ist auch ein ganz, ganz großer Mythos, hat nichts mit Orientierung zu tun, sondern ja, im Endeffekt bin ich für meinen Hund dann auch nur nervig, weil mein Hund hat ganz andere Interessen. Er möchte natürlich da schnuffeln, Zeitungen lesen, einfach mal Hund sein dürfen und nicht ständig mit, gucke mal hier, gucke mal da. Ja, das macht doch auch keinen Spaß. Also da habe ich zum Beispiel auch überhaupt keinen Bock drauf, weil ich möchte mit meinem Hund einfach rausgehen. Ich möchte die Natur genießen. Ja, und möchte einfach so lang schlendern. Ja, also entspannen möchte ich. Mein Hund wiederum, der geht da wieder natürlich mit einer ganz anderen Motivation rein. Mein Hund, für den ist rausgehen Action, Abenteuer, Schnuffeln, jawohl, Spaß. Ja, hat also eine ganz andere Interessenslage als ich wiederum. So, und nun, warum soll das Ganze nicht zusammengehen? Warum soll ich mich denn jetzt zum Hampelmann machen und ständig meinen Hund bespaßen wollen, mich ständig interessant machen wollen? Dann kann ich ja überhaupt nicht mehr die Natur genießen, dann kann ich ja überhaupt nicht mehr entspannen. Ich will doch meinen Hund nicht ständig im Fokus haben und gucken, oh, was macht er jetzt wieder für einen Blödsinn, was lasse ich mir jetzt wieder einfallen, damit er sich an mir orientiert, damit er wieder zu mir schaut, damit er wieder zu mir kommt. Habe ich doch überhaupt keinen Bock drauf. Mein Hund wiederum, der möchte doch einfach nur mal schnuffeln und Hund sein, der möchte doch gar nicht, dass ich ständig hier, ständig da, ihn ständig ablenke. Nein, das will der gar nicht. Also vergiss den Blödsinn von wegen, du musst den Spaziergang viel, viel interessanter gestalten, also dich interessanter machen, damit der Spaziergang eine gemeinsame Sache wird. Totaler Quatsch. Ja? Warum soll der Spaziergang nicht auch eine gemeinsame Sache sein, wenn ich die Natur genieße und mein Hund darf einfach mal Hund sein? Ist natürlich total in Ordnung. Aber was kann ich denn jetzt besser machen, damit sich mein Hund mehr an mir orientiert? Ganz wichtig, hier sind wir wieder bei Regeln und Grenzen. Dass ich gewisse Strukturen in meinem Alltag habe, dass ich einen Plan habe, dass mein Hund das merkt, dass ich einen Plan habe, dass ich einfach in der Lage bin, meinen Hund zu führen. Das fängt zum Beispiel schon zu Hause an, bei der Ruhezone, dass ich eine Entscheidung treffen kann und kann sagen, hey, du legst dich jetzt da auf deinen Platz und bleibst so lange liegen, wie ich das möchte. Dabei kann ich ins Bad gehen, in die Küche gehen, völlig egal, er bleibt einfach da und entspannt, ohne dass er da irgendwie aufgeregt gucken muss, wo ist jetzt mein Mensch, oder aufsteht und mir hinterherläuft, ne? Weil das bedeutet natürlich auch wieder Stress.
ja, dass ich solche kleinen Entscheidungen im Alltag treffen kann. Oder wenn ich auf dem Spaziergang bin, dass ich da auch Entscheidungen treffe, dass ich entscheide, wie lange jetzt zum Beispiel einfach strukturiert gelaufen wird. Ne? Da wird einfach nur neben mir hergelaufen, da wird nicht geschnuffelt, nichts, da laufen wir einfach nur, da geht es einfach nur geradeaus, dass mein Hund merkt, ich habe einen Plan von A nach B. Ja, dann kann ich das auch wieder beenden, kann ihn auch einfach mal Hund sein lassen, ja, kann auch einfach mal mich irgendwo hinsetzen zum Beispiel, auch eine sehr, sehr gute Übung für Hunde, dass die einfach mal die Umgebung wahrnehmen können und auch mal auf dem Spaziergang auch mal wieder runterkommen können, ne? Dass ich mich irgendwo hinsetze, platziere den Hund neben mir und er nimmt einfach nur seine Umgebung wahr. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier, ja, ich rede jetzt mit euch in der Kamera, aber mein Hund, der Zorax, der liegt jetzt gerade hier, ja, und entspannt einfach. Ich brauche mich nicht auf ihn fokussieren. So, was kann ich noch machen, um Orientierung von meinem Hund zu erhalten? Ganz klar Führung übernehmen, dass ich in gewissen Situationen einfach cool bleibe, agiere statt reagiere. Dass ich zum Beispiel sehe, okay, da kommt ein Fremdhund, da kommt ein Jogger. Ich nehme meinen Hund auf die abgewandte Seite, laufe einen kleinen Bogen, um meinem Hund zu signalisieren, hey, wir wollen da überhaupt keinen Kontakt und wir laufen ganz normal, strukturiert weiter. Das ist uns völlig egal, das ist das Normalste von der Welt. Ja, da merkt mein Hund schon, hey, oh, der hat einen Plan, oh ja, den interessiert das ja gar nicht. Oh nee, da interessiere ich mich, oh nee, da gehe ich lieber mit. Ne? Das finden Hunde richtig toll und das schafft sehr viel Orientierung. Einfach einen Plan machen, sehr viel Struktur, Dinge, die sich immer wiederholen in deinem Alltag. Ja, wie du zum Beispiel zur Tür rausgehst aus dem Haus, dass du das immer mit Ruhe machst zum Beispiel. Solche Sachen, da spielt ja alles mit rein, dass sich dein Hund orientiert. Was du aber auf keinen Fall machen brauchst, ist mitten auf dem Spaziergang irgendwelche Sachen zu machen, wo du glaubst, die Orientierung damit zu steigern. Ja, das Ganze liegt wieder, wie ganz, ganz viele Sachen, in der Mensch-Hund-Beziehung begründet. Das heißt, wenn die Mensch-Hund-Beziehung bei euch richtig gut stimmt, dann stimmt die Orientierung automatisch. Dann brauche ich mich da gar nicht mehr groß zu kümmern, weil dann passt das einfach. Was dabei auch ganz wichtig ist, ist räumliches Denken. Hunde denken ganz, ganz viel in Räumen, ja, dass ich den Raum verwalte und damit meinem Hund die Aufgabe abnehme. Zum Beispiel Fremdhundebegegnung, dass ich den Raum vor meinem Hund einnehme und in der Aufgabe bin, mich darum zu kümmern und nicht mein Hund. Ja, genauso, wenn ich mich auf eine Bank setze, dass ich ihn eher neben mich oder hinter mich platziere, ja, dass mein Hund nicht in der Aufgabe ist, sage ich mal, ja, sich darum zu kümmern, was gerade von vorne kommt. Da muss man immer auch so ein bisschen gucken, agieren statt reagieren. Einfach, dass mein Hund merkt, hey, mein Halter, der hat einfach einen Plan. Ey, das ist voll cool, wie der sich kümmert, wie der das alles regeln und wie der das alles managen kann. Wahnsinn, ich brauche überhaupt nichts mehr machen. Der kann das alles für mich regeln. Richtig toll. Und dann fühlt sich dein Hund auch sehr, sehr sicher bei dir und orientiert sich verdammt gerne an dir. Wenn ich merke, er ist mental bei mir, dann kann ich die Natur genießen. Muss nicht ständig auf meinen Hund achten. Ich laufe einfach weiter. Ich laufe einfach durch den Wald und kann meinem Hund einfach vertrauen. Natürlich muss ich ihn irgendwo, sage ich mal, im Blickwinkel haben. Ne? Weil es kann natürlich immer mal passieren, dass irgendwie wild kommt, irgendwas und dann ist er abgelenkt. Ja? Dass ich da natürlich rechtzeitig agiere, weil ich übernehme ja die Führung und nehme ihn wieder in die Struktur, bis er natürlich wieder schön an mir orientiert laufen kann, dass ich ihn wieder Hund sein lassen kann. Und das ist in meinen Augen wirklich eine gemeinsame Sache und nicht, wenn ich jetzt anfange, mich interessant für meinen Hund zu machen, habe ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, mein Hund findet es auch doof. Nee, ich finde das so viel entspannter, viel, viel schöner. Und ja, wir zwei genießen das jetzt noch ein bisschen und ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen, dass ihr das auch irgendwann auch so gut könnt wie wir. Und das war's von mir, beziehungsweise uns zweien. Macht's gut, auf Wiedersehen.